Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen den Roman von Shukafe Azar vorstellen, The Enlightenment of the Greengage Tree, 2017 erschienen. Ein Buch einer iranischen Autorin, die jetzt in Australien lebt. Der Roman ist 2017 erschienen. Auf Deutsch wird er so ungefähr heißen, Die Erleuchtung auf dem Rönne-Kloden-Baum. Er ist leider noch nicht auf Deutsch erschienen, aber ich denke, er wird in naher Zukunft auch in Deutsch zu lesen sein. Das Buch ist ursprünglich auf Persisch in Farsi geschrieben, war aber von vornherein für eine englische Übersetzung gedacht. Es wurde sofort ins Englische übersetzt von einem Übersetzer, der jetzt laut Saga anonym bleiben will. Das Verrückte ist nur, dass wenn man im Internet recherchiert, man sofort auf seinen Namen kommt. Das ist eine von den Merkwürdigkeiten oder Auffälligkeiten, die dieses Buch und diese Publikation kennzeichnen. Das Buch ist hochgelobt worden. 2018 hat es einen renommierten australischen Preis bekommen für Literatur. Jetzt in diesem Jahr steht dieses Buch auf der Shortlist des International Booker Prize, eines des renommiertesten Literaturpreises, den wir weltweit kennen. Und auf dieser Liste bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden und habe mir diesen Roman sofort bestellt. Das kommt auch unter anderem daher, weil meine beste Freundin aus dem Iran stammt, weil ich mit ihr und ihrem Vater 2011 in den Iran reisen durfte und mit ihr und dank ihres Vaters einen Einblick hinter die touristischen Kulissen bekommen habe, den nicht jeder, sehr wenige Touristen bekommen. Spätestens seit da war ich begeistert für die persische Kultur, für die Kunst, für die Literatur, die Architektur und auch für die Menschen dort, denen ich begegnet bin. Das Buch ist geschrieben in einem Genre, den man magischen Realismus nennt, wunderbar geschrieben, ausgesprochen spannend, lesenswert, gar keine Frage. Man bekommt eine Idee und eine Vorstellung von dem Land in all seiner auch landschaftlichen Schönheit. Geschildert wird das Schicksal einer intellektuellen Familie nach 1979, nach der Islamischen Revolution. Ab dem Zeitpunkt, als Khomeini an die Macht kam und die Modernisierung des Irans geblockt wurde. Der Roman hat stark autobiografische Züge und ich möchte deshalb zunächst ein wenig von Shukafe Azar selbst sprechen. Shukafe Azar wurde 1972 geboren, also sie war 7 Jahre alt, als die Islamische Revolution ausbrach. Sie stammt aus einer hochintellektuellen persischen Familie. Der Vater, nach ihren eigenen Angaben, ist Maler, Dichter, ein Künstler. Die Familie zog dann aus Teheran weg aufs Land, um auf dem Land freier leben zu können, weniger beobachtet von einem islamischen Regime und von den Revolutionswächtern. Man hoffte eben, auf dem Land ein freieres Leben führen zu können, unbeaufsichtigt. Shukafe Azar hat dann die Uni in Teheran besucht, ist Journalistin geworden, eine linke Journalistin auch, hat mit einer Freundin die Seidenstraße bereist und eine hochgelobte Reportage über diese Reise geschrieben
und sie fiel dem Regime auf. Sie kam dreimal ins Gefängnis und das letzte Mal muss sie 3 Monate lang in Isolationshaft gewesen sein. Vorwurf war immer ihre aufgeklärte linke Haltung. Azar kann nichts mit dem Islam anfangen und spricht in ihren Interviews auch von der sogenannten arabischen Invasion, die eben im späten 7. nachchristlichen Jahrhundert begonnen hat. Sie ist ganz sicher dem Regime eben unangenehm aufgefallen und es gelang ihr zu fliehen. Azar floh über das Meer nach Australien, bekam dort politisches Asyl und wohnt seitdem in Perth, arbeitet als Journalistin und Schriftstellerin. Sie hat 2,5 Jahre an diesem Buch geschrieben. 1,5 Jahre lang musste es dann noch übersetzt werden ins Englische. Und sie hat dieses Buch für ein englischsprachiges Publikum gedacht. In diesem Buch will sie den englisch sprechenden Lesern die iranische Kultur näher bringen. Dem Westen all die persische Kultur jenseits eines Islam, die Schönheit Persiens, jenseits eines terroristischen Regimes, wie es dann seit 1979 eben sich vollzogen hat im Iran. Das Buch wird wohl nie ins Persische übersetzt werden, unter anderem auch schon deswegen, weil sie in dem Buch Khomeinis Tod schildert, den sie sehr grausam sterben lässt, und weil sie ganz allgemein das Buch eine sehr negative Sicht auf das System im Iran hat und zu Recht und auf den Islam ganz allgemein, wie ich finde, nicht zu Recht. Azar sagt nach ihren eigenen Aussagen, dass sie eine aufgeklärte Sicht auf die Welt bevorzuge, eine philosophische Haltung habe, die nicht religiös sei, nicht islamisch. Und sie will ganz offensichtlich dazugehören zu einer westlichen, aufgeklärten, rationalen Welt ohne Religion. Und der Kritikpunkt, den ich habe, betrifft genau das ein wenig. Azar spricht über Persien, über den Iran und nennt nicht eine einzige islamische Kulturleistung, die es ganz gewiss gegeben hat, zumindest nicht in diesem Roman. Der Islam kommt nur schlecht weg im Iran und das ist etwas, was mir nicht gefällt. Was ihr aber ganz sicher eine Anhängerschaft im Westen garantiert, der ja mehrheitlich anti-Iran eingestellt ist. Aber darauf möchte ich dann nochmal später eingehen. Zunächst die Handlung. Der Roman spielt eben nach 1979, als Khomeini an die Macht kam. Die Modernisierung des Landes, die unter den beiden letzten Schahs, den Pahlevis, nochmal einen ganz wichtigen Schub bekommen hat, wurde abgeblockt und die Intellektuellen litten unter dieser neuen islamischen Regime ganz besonders. In diesem Buch flieht nun auch eine Familie von Intellektuellen aus Teheran aufs Land, nach Rasan, das ist nicht weit vom Kaspischen Meer entfernt, um dort auf dem Land in einem schönen Hof, den sie erwirbt, ihre Ruhe zu finden und ihr intellektuelles Leben eigentlich weiterführen zu können. Die Familie besteht aus der Mutter Rosa, aus dem Vater Hushang, aus der Tochter Bahar, dem Sohn Sorab und der Tochter Beta.
Sie hoffen, auf dem Land leben zu können, ohne dass die iranischen Revolutionswächter, die Basijis, einen Eingriff in ihr Leben ausführen können. Die Basijis, das ist eine paramilitärische Einheit, die von Khomeini gegründet wurde, Revolutionswächter, die bis heute besteht und wirklich in den Straßen Teherans, wenn es Demonstrationen gibt, wenn es zu Aufruhr gibt, ein Terrorregime ausüben, nicht nur in Teheran, sondern überall, wo es zu Demonstrationen gegen das Regime kommt. Der Roman setzt ein mit dem Tod des Sohnes Sohrab 1988 im Sommer. In diesem Sommer 1988 kam es 5 Monate lang zu Massenhinrichtungen von Oppositionellen, von Linken aus der Tudeh-Partei, auch von den sogenannten Volksmujahedin, die Khomeini auch in ihrer Macht beschränken wollte. Und das ist ihm auch gelungen. Es sind Tausende von Oppositionellen in diesen 5 Monaten umgebracht worden. Und über diese Hinrichtungswelle spricht man heute nicht im Iran. In dem Moment, als der Sohn hingerichtet wird, hat die Mutter eine Erleuchtung. Sie klettert auf einen René-Clodenbaum und bleibt dort 3 Tage und 3 Nächte und kommt zu der fundamentalen Erkenntnis, dass das Leben war nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Rosa begreift auf diesem René-Clodenbaum den Zusammenhang aller Dinge auf der Erde, im gesamten Kosmos, und dass das Leben, ich zitiere frei, in Wahrheit der Moment war, der in sich Vergangenheit und Zukunft birgt, wie die Linien in einer Hand oder auf den Blättern eines Baumes oder in den Augen ihres Ehemannes Hushang. Der René-Clodenbaum, das ist ein Baum, den Azar auch besonders liebt, der auch ein Baum der Freude des Lebens im Iran ist, sozusagen fast ein paradiesischer Baum. Und nun wird das Leben der Familie in diesem Dorf geschildert, und es wird geschildert, einen Iran, dessen Geschichte weit zurückreicht in die vorislamische Zeit, in einen Zeitraum, der 5000 Jahre umfasst. Es wird die Geschichte der Perser erzählt, eines Volkes, die eben keine Araber sind. Das ist für Iraner und Perser ganz wichtig. Ein Iraner ist kein Araber, sondern ein Indoeuropäer, spricht eine indoeuropäische Sprache. Und für Azar ist das ein Volk, dem vor ungefähr 1400 Jahren eine gewalttätige Religion aufgezwungen wurde, die Kultur in vielem, die ursprüngliche Kultur in vielem kaputt gemacht hat. In einem Interview sagt Azar sehr emotional: Arabs killed and killed and killed. Und also die Araber haben getötet und getötet und getötet und eine Religion by force errichtet, also eine Religion durch Gewalt eingerichtet. Und so ist ihre Haltung und die Haltung der Intellektuellen in diesem Roman, ich zitiere: "But in my family, it is divided into before the Arab invasion and after the Arab invasion." Also in meiner Familie, die ist geteilt zwischen einer Zeit vor der arabischen Invasion und nach der arabischen Invasion. Und so schildert Azar ein
Persien, ein Iran, vor allem ein vorislamisches Persien, das, wie sie Azar sagt, auch noch heute im heutigen Iran lebendig sei. Zum Beispiel, wenn man sich den Glauben der Zoroastrier ansehe, aber auch den Glauben an Geister und Dschinnis. Der ganze Umgang mit Toten, die sich ins Leben einmischen, aber auch im ganz alltäglichen Verhalten der Iraner, in ihrer Liebe zum Tanz, in ihrer Liebe zum Alkohol, in ihrer Liebe zur Musik, zum Singen und in ihrer Liebe zu einer Literatur, in der man die alles auf den Tisch bringt, eine aufgeklärte, philosophische, westliche Literatur, jenseits der koranischen Suren. All das, was eben im heutigen Iran offiziell verboten ist, aber was inoffiziell gelebt wird, wie ich das selbst auch erlebt habe. Symptomatisch für die Familie in diesem Buch ist, dass sie einen Urahn haben, der im 10. Jahrhundert gelebt hat. Und dieser Urahn ist Zakaria Razi, ein Naturwissenschaftler, Mediziner, Philosoph, ein Kritiker der Offenbarungsreligionen, der Propheten, ein Entdecker des Alkohol, kein Atheist, aber ein Mann, der sich korankritisch geäußert hat, der übrigens und eben auch seltsamerweise auch heute noch im Iran hoch verehrt wird. Und diese Familie führt sich auf ihn zurück und entspricht genau seinem Verhalten. Mutter Rosa liebt die zeitgenössische Lyrik, vor allem Sohrab Sepehri, einen modernen iranischen Autor, nachdem sie ihren Sohn benannt hat. Sie liebt Glühwürmchen und sie weigert sich, ihr Haar zu bedecken, wie man das im Iran heute tun muss. Der Vater Hushang ist ein Tarspieler, also er spielt die orientalische Laute, ist Musiker, was sozusagen auch mehr oder eine Musik, die mehr oder weniger Restriktionen unterliegt im heutigen Iran. Seine Familie hat einen Kadscharenpalast in Teheran. Die Kadscharen, das ist eine Dynastie, die im 19. bis ins frühe 20. Jahrhundert bis zu den Pahlevis im Iran die Herrschaft innehatte. Und ein wunderbarer Kadscharenpalast, den auch die heutigen Islamisten im Iran eben schrecklich gerne hätten. Und dieser Palast birgt eine riesige Bibliothek mit persischer, abendländischer und internationaler Literatur. Da findet man Tolstoi, die Bronte, Austen, Saint-Exupéry, Platon, Dostojewski, Shakespeare, Rum, Hafez, Konfuzius und Buddha. Alles ist da. Und alles wird gelesen und darauf wird ein sehr großer Wert gelegt in dieser Familie. Die Tochter Beta möchte Balletttänzerin werden, klassisches abendländisches Ballett. Sohrab, der Sohn, der sehr am Anfang des Romans gleich getötet wird, ist ein regimekritischer junger Mann, der dann von den Revolutionswächtern verhaftet wird, 11 Tage dann in einer Zelle auch vergessen wird, er kommt vor Durst und Hunger fast um, wird dann ins Gefängnis, Evin-Gefängnis nach Teheran gebracht und dann im Sommer 1988 hingerichtet, zusammen mit mehr als 5000 Toten, die in diesem Sommer hingerichtet wurden. Dann gibt es noch Bahar, die Tochter, 13-jährig, die Erzählerin des Romans ist und die ein Geist ist. Denn sie ist tot, sie stirbt 1979 als fanatische Islamanhänger, Anhängerinnen, das Haus der Familie in Brand stecken,
Die Tochter hat sich versteckt mit ihrem Musikinstrument und sie kommt unglücklicherweise ums Leben. Und sie erzählt dann die Geschichte der Familie, weil sie immer noch in dieser Familie als Geist präsent ist. Sie ist nicht der einzige Geist, nicht die einzige Tote, die in diesem Haus und in dem Dorf auftaucht. Das Dorf, das aus 53 Häusern besteht und keine Zufahrtsstraße hat. Der Vater hat dieses Dorf absichtsvoll herausgesucht, weil er dann weiß, ein Zugriff aus der Hauptstadt ist nur schwer möglich. Aber die Geister können diesen Ort bevölkern. Zum Beispiel kommt da unter anderem die Tante Turan mit ihren 6 Kindern, 120 Kilo schwer, die gleich stirbt und ein sehr hungriger Geist ist und mit ihren sehr hungrigen Kindern auch immer die Lebensmittel stiehlt, die in diesem Haus vorhanden sind. Tote Zoroastrier besuchen die Familie, die in der Nähe eines Feuertempels wohnt. Die Gegend, die geschildert wird, ist die Hyrkanischen Wälder. Das sind magische Orte, in denen es von Dieven, Dämonen nur so wimmelt. Das ist ein Gebirgswald südlich des Kaspischen Meeres, der auch im Shahnaveda, großen persischen Erzählung, erwähnt wird. Unter anderem kommt zum Beispiel ein toter sibirischer Jäger vorbei. Im Nachbarhaus der Familie fängt die Hausherrin im Hof eine junge Ginny, einen jungen Geist, und lässt sie nur unter der Bedingung frei, dass sie den Frauen des Hauses 7 Generationen lang berühmte Hebammen schenkt, die auch sehr reich werden können. Und wie Genies eben nun sind, die sind sowohl gut wie auch böse. Diese Geschichte hat auch üble Folgen, dass die Frauen werden tatsächlich reich, erfolgreiche Hebammen, aber sie erleben auch grausige Schicksale. Die Tochter Effa zum Beispiel fällt in sogenannte Black Love. Sie sieht einen jungen Schäfer, der am Haus vorbeikommt, einen Becher Wasser möchte. Sie sieht, wie sich sein Gesicht im Wasser spiegelt und sie verfällt ihm. Sie verliebt sich auf der Stelle in ihn, möchte ihm folgen und verwandelt sich in ein Schaf, dessen Hüter er eben sein soll, und sie sucht sozusagen nach ihm als dem Hirten und lügt in der Gegend herum. Die Familie findet einen sassanidischen Schatz. Die Sassaniden, das war die Dynastie vor der Invasion der Araber im 7. Jahrhundert. Dieser Schatz ist so riesig, so umfangreich, dass das ganze Dorf neu aufgebaut werden kann. Dann kommt ein Schlafdämon, der zum Beispiel die Dorfbewohner in einen Schlaf versetzt. Es fällt schwarzer Schnee und so verschwimmt in dem Roman immer die Realität und die Traumwelt ineinander und man hat eben bei diesem Roman von einem magischen Realismus gesprochen. Azars Lieblingsbuch ist tatsächlich Gabriel Garcia Marquez Roman 100 Jahre Einsamkeit, an dem habe sie sich immer auch ausgerichtet. Die Tochter Beta, die mal Balletttänzerin werden wollte, wird am Schluss des Romans eine Meerjungfrau werden, die Fische gebiert. Und eine Fülle von anderen magischen Momenten macht sich in diesem Roman breit und macht diesen Roman so spannend und lesenswert und wunderbar zu lesen. Azar sagt selbst, das sind Momente, die auch heute in diesem islamischen Regime noch unseren Alltag bestimmen. Wir glauben unseren Träumen, wir glauben den Wahrsagern,
Wir glauben an Dschinnis, die ja auch im Koran vorkommen. Und all das spiegelt eben die vorislamische Zeit vor den Arabern wider. Eine Zeit, die eben noch heute im Iran zu finden sei. Und dann kommt eben 1979 die islamische Zeit mit Khomeini, eine Diktatur, ein Terrorregime, das bis heute an der Regierung ist unter seinem Nachfolger. Und Azar rächt sich an Khomeini, indem sie ihn eines grauenhaften Todes sterben lässt. Khomeini ist am 3. Juni 1989 gestorben. Und sie beschreibt nun fiktiv, wie all die Toten, die er auf dem, sozusagen auf dem Gewissen hat, aus ihren Gräbern aufsteigen und ihn in sein Schlafzimmer verfolgen, ihn weiterverfolgen. Er baut einen unterirdischen Palast, ein unterirdisches Labyrinth voller Spiegel, in denen sich sein Gesicht spiegelt. Er wird verrückt. Und ganz zum Schluss in seinem Leben wird er im Spiegel einem Jungen begegnen, der ihn fragt, warum hast du all das getan? Und Khomeini weiß keine Antwort darauf. Azar sagt, sie habe sich da ein wenig privat rächen wollen und ihm einen grausamen Tod bescheren wollen, voller Reue. Das habe ihr eine Genugtuung bereitet. Und schon deshalb kann dieser Roman auch nie unter dem jetzigen Regime veröffentlicht werden in Persien, im Iran. Man kann sie verstehen. Das ist wirklich ein grauenvolles Regime, ein Terrorregime mit Hinrichtungen, Foltern, mit auch Vergewaltigungen, ein Volk von Fanatikern, von Asketen, Gläubigen, islamgläubigen Menschen, die der Jugend eben keine westlichen Vergnügungen erlaubt. Keine Kinos, keine Diskos, keine Konzerte. Die auch die westlich orientierten Iraner mit Angst erfüllt. Azar selbst hat es ja in ihren Gefängnisaufenthalten erlebt und das erlebt jeder, der den Iran bereist. Ganz, das ist ohne Frage, ganz gewiss. Aber was mich stört, ist, dass Shukafi Azar nicht ein einziges positives, gutes Moment am Islam und an der islamischen Kultur sieht. Und das hat mich geärgert. Wenn man den Iran bereist heute und wenn man nach Isfahan kommt oder wo auch immer und wenn man die wunderbare Kunst und Architektur sieht, die wunderbaren Moscheen, die der Islam eben auch gerade im Iran aufgebaut hat. Wenn man sieht, was für eine Stadt Schah Abbas der Erste um 1600 im Iran errichtet hat, dann ärgert das einen, dass Azar nicht ein einziges Mal in diesem Roman etwas Positives über diese Kultur zu sagen weiß. Sie sieht nur das Negative. Und man, da dieser Roman ja auch für ein englischsprachiges Publikum gedacht war, weiß man eben oder weiß ich eben nicht so recht, ob das nicht eben auch auf dieses englischsprachige Publikum ausgerichtet ist, das eben mehrheitlich ja eben gegen den Iran eingestimmt ist. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Also zumindest fällt es auf in diesem Buch und auch in Ihrem Interview habe ich den Eindruck bekommen. Das hat mich dazu geführt, dass ich dieses Buch auch ein wenig mit dem Namen Exilliteratur
beschreiben möchte, Exilierte, die in anderen Ländern wohnen und eben jetzt auch fern der Heimat, haben manchmal einen Blick auf ihr Ursprungsland, der nicht mehr realistisch ist. Denn eins ist ganz sicher, auch in der Zeit vor Khomeini, unter den Pahlevis, in der der Iran eine große Modernisierung erlebt hat, unter den Kadscharen, deren Palast in dem Roman so gelobt wird, ist viel Leid und viel Unrecht passiert. Und der Iran wurde an den Westen verkauft, die Ressourcen wurden an den Westen verkauft. Es kam zu einer Revolution 1989 gegen dieses Regime der Pahlevis. Und das Ergebnis war die Islamische Revolution, Khomeini. Der Ausverkauf der iranischen Rechte und Reichtümer wurde gestoppt, aber es kam eben Schlimmeres nach. Ein rigider Islam hat die Herrschaft übernommen und die Hoffnung aller Intellektuellen zerstört. Die Intellektuellen waren die Verlierer in diesem Iran. Gewonnen haben die reichen Basari, die Händler, die sich mit dem Regime arrangieren. Verlierer sind wie immer und zu allen Zeiten, in allen Ländern und so auch zu allen Zeiten im Iran die Armen. Bis heute, in Corona-Zeiten, in Zeiten, in denen es unvorstellbare Überschwemmungen im Iran gibt, immer sind die Iraner, die armen Iraner, die Verlierer. So möchte ich abschließend Folgendes zu diesem Buch sagen. Das ist mein Fazit, den ich gezogen habe nach der Lektüre dieses Romans. Der Roman ist ausgesprochen spannend, sehr gut geschrieben. Man kann ihn als Roman, der in einem Land namens Iran spielt, unbedingt empfehlen. Man bekommt ein wunderschönes Persien gezeigt. Unbedingt zu empfehlen. Zu empfehlen ist dieser Roman auch, weil er die Zeit nach 1979 in ihren Terror sehr gut beschreibt, in ihren Grausamkeiten. Das wird sehr eindrücklich geschildert. Nein, sage ich zu diesem Roman, wenn es darum geht, den Iran als Kulturland zu schildern, in der Vergangenheit und der Gegenwart. Denn der Iran ist eben ohne den Islam und auch ohne die Schönheiten und die Weisheit eines Islam, der heute leider in Vergessenheit geraten ist, in vielen Ländern und gerade auch oft im Westen, nicht zu denken. Shukafe Azar, the Enlightenment of the Green Gage Tree.